Hallo zusammen, hier ist Gosia von der Cosmic Agency und heute werde ich Ihnen ein bisschen mehr Informationen über das Coronavirus und der Situation präsentieren. Ich versuche aber mich nicht zu sehr auf dieses Thema zu fokussieren und ich will nicht weiterhin solche Videos drehen, aber wenn es etwas Interessantes über dieses Thema gibt, dann fühle ich mich verpflichtet, Sie zu informieren und es ist wichtig wie Sie in diesem Video sehen. Okay, also, ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns beginnen. Zunächst werde ich über das Krankenhaus, das angeblich Bill Gates gebaut haben soll, sprechen, auch über Nanostaub, den die Plejade angeblich oder vermeintlich jetzt über das Gebiet sprühen und was die Kabalen tatsächlich machen, um die Raumschiffe der Föderation daran zu hindern, sich über der chinesischen Region zu positionieren. Also wird dies alles sehr interessant. Lassen Sie uns jetzt mit dem Krankenhaus beginnen. Einige der Informationen werden wieder genauso wie die vorherigen sein, welche uns schon gegeben wurden. Einige der Informationen, die uns gegeben wurden, wurden mir in Englisch übermittelt, da unsere Konversation in Englisch stattfand, und einiges davon war mit Robert in Spanisch, so werde ich den spanischen Teil hier live übersetzen. Okay, beginnen wir mit dem Krankenhaus. Durch die Infektion in Wuhan, China, sagte die Regierung, sie werde ein Krankenhaus mit 1000 Betten in 6 Tagen mit der Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation und dem Geld der Bill und Melinda Gates Stiftung bauen. Jetzt wird es sehr, sehr, sehr interessant werden. Die thailändischen Schiffe flogen tatsächlich darüber und als sie dieses Gebiet überflogen, entdeckten sie, dass das Krankenhaus bereits dort vorhanden war, wo sie es geplant hatten, dass das neue Krankenhaus, von dem sie sagten, sie würden es in wenigen Tagen bauen, schon da ist. Es war schon da, als sie über dieses Gebiet geflogen sind. Sie sagen, dass jemand viel Geld verdient, indem sie Geld für einen Bau verlangen, der bereits genau in dem Gebiet, in dem er geplant war, schon existiert, und es ist nicht einmal ein schönes Gebäude mit unterschiedlichen Etagen, es ist ein schreckliches, flaches Ding, flach aus Elementen ihrer vorgefertigten Module. Der Gebäudekomplex befindet sich etwas am Rand, außerhalb der Stadt, und jetzt fragte ich sie, okay, wie ist es möglich, dass dieses Wissen nicht durchgesickert ist? Ich meine darüber, dass sie es bereits hatten. Nur, wenn sie bereits das Krankenhaus haben, welches sie planen und behaupten, dass sie es irgendwann bauen, muss dies durchsickern. Wie können sie das Geheimnis bewahren? Und das ist die Antwort, die wir darauf erhielten. Niemand kann etwas sagen. Die Medien und das Internet sind in China stark überwacht und die dadurch eingeschränkten Menschen können nicht hingehen und sagen, dass das Krankenhaus dort an dieser Stelle schon war, weil jede Person, die gegen die offizielle Version ist, würde einfach als ein Verrückter gelten. Die Medien sind so mächtig, dass, was immer man dagegen sagt, es keiner glauben wird. Auf diese Weise ist es in China hier jetzt perfekt organisiert. Sie sagten, dass es aus der Innenstadt von Wuhan Videos der Menschen gibt, die alle verzweifelt sind und sagen, dass die Situation viel ernster ist, als die Behörde sagt. Die Teilgater sagen, dass es Fälschungen sind, die von den oberen Offiziellen gemacht wurden. Niemand kann etwas dagegen veröffentlichen und dies wird verhindert, denn die hohen Offiziellen in China verfolgen jetzt ihr Ziel. In China kann niemand, keine Person könnte ankommen und einfach ein persönliches Video entgegen der offiziellen Meinung veröffentlichen oder etwas dagegen sagen, und so erreicht die chinesische Regierung, dass alles mit den von ihr bestimmten Absichten eingesetzt werden kann, mit Absicht Angst. Und diese Videos sind jetzt Teil desselben Theaters, wie die Bilder der Bauarbeiten eines neuen Krankenhauses, von denen wir festgestellt haben, dass diese alt sind. Bilder, nicht die des echten Neubaus. Die Daten wurden geändert. Das beweist, dass alles ein Schwindel ist. China ist fest unter Kontrolle der Kabalen. Ganz allgemein ist China ein Testgelände, aus gutem Grund, weil dort die neue Weltordnung ausprobiert wird. Daher war der Ausbruch auch in China und nicht zum Beispiel in Uruguay. Also das ist alles sehr, 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 sehr interessant. Das Krankenhaus, wie sie behaupten, war schon da. Und in den Kommentaren schrieben schon vorher einige von euch und schrieben, oh, wie ich nur sagen könnte, dass die Menschen nicht daran sterben. Wir sagen nicht, dass die Menschen nicht sterben. Zum Sterben sagen wir nur, dass die Ursache dafür eine andere ist.
als alle offiziellen Medien behaupten es zu sein, aber nun überdenke eine Sache, die sie überall behaupten. Als wir zu jenem Zeitpunkt darüber sprachen, gab es 269 chinesische Todesfälle. Es gab 269 chinesische Todesfälle. Daten der Todesfälle in den Vereinigten Staaten besagen, dass es allein in diesem Winter 20.000 Todesfälle aufgrund von Grippe und respiratorischen Komplikationen gab. Mehr als 20.000 verstarben jedes Jahr in den USA allein an grippebedingten Problemen, und es erschien nie in den Medien als große Sache. Darüber wurde nie aufhebens gemacht. Warum also das ganze Getue um diese 269 Todesfälle? Weil es nicht der Tagesordnung dient. Es dient nicht der Tagesordnung. Wenn in der Vergangenheit über irgendetwas in allen Medien berichtet wurde, dann kannst du sicher sein, dass eine Agenda dahinter steckte. Zukünftig behaupten sie steif und fest, dass ein Einhorn oder die kleine Elfe für den Virus verantwortlich gewesen wäre. Es würde alles nur scheinbar ein einfacher Grippevirus sein, der übrigens tödlich für Menschen wäre. Ja, sieh, die Menschen sterben daran, aber nur, wenn sie bereits sehr schwach sind. Und ich möchte erwähnen, dass im zweiten Teil des Videos es um den vermeintlichen Staub geht. Nun lassen Sie uns mit dem nächsten Teil fortfahren. Und zwar, keiner von uns, von denen in den Plejaden beheimateten Rassen, breiten ihn jetzt über dem Gebiet aus. Ja, es gibt einen speziellen Nanoteststaub. Es gibt ihn, und der wird über bestimmten Regionen ausgebracht, und wie Sie jetzt sagen, hat dieser eine Mehrfachfunktion. Normalerweise ist er gegen die Strahlung wie die in Fukushima, er ist nicht wirklich gegen das Virus. Wir müssen uns an Agathas Behauptung erinnern, es gäbe keinen Virus. Zuerst war der Staub wie ein Aerosol mit Partikeln, die zur Neutralisation als Sender gegen bestimmte Frequenzen diente, gegen die Ausbreitung von ionisierender Strahlungen und ihre destruktive Interferenz mit der Wirkung, dass er einen Großteil der Strahlenbelastung durch Schwermetalle und Isotope der Atomkraftwerke deaktivierte. Auch eine sehr interessante Entwicklung sind jetzt intelligente Nanopartikel, besondere Nanopartikel oder intelligenter Staub. Also ja, sie haben diesen intelligenten Staub, der dazu dient, um Schwermetalle in der Atmosphäre zu neutralisieren. Er hat mehrere positive Funktionen, und eine seiner Funktionen ist ein regressiver, intelligenter Staub. Damit die Kabalen die Schiffe entdecken können, versprühen sie bestimmte Partikel, wie sie hier sagen, um unsere Schiffe zu entdecken. Ja, sie verbreiten das, um ihre Schiffe zu entdecken, die sich über bestimmten Gebieten aufhalten, in welchen sie bei ihrem kontinuierlichen Einsatz derzeit häufig sind. In diesem Moment über China also verbreiten die Kabalen diesen intelligenten, progressiven Staub, um Föderationsschiffe in diesem Bereich zu entdecken, um sie an Ort und Stelle ihres Auftauchens zu erkennen und die Schiffe zu verfolgen, um sie danach mit elektromagnetischen EMPs anzugreifen, einem gerichteten elektromagnetischen Puls aus einer Energiewaffe. Dieser Staub wird eingesetzt, um den Eintritt der Schiffe zu verhindern. Der spezielle Staub, über den ich jetzt spreche, dieser Staub ist überall auf der Welt verteilt. Normalerweise spreche ich von positivem, aber abhängig von dem Bereich und der Funktion dieses oder jenes Staubes wird man versuchen, ihn zu verbreiten. Taigeta entwickelt ihn nicht, aber sie koordinieren die Daten, um zu wissen, wo, welcher Art von Staub ausgebreitet wurde. Da ihn mehrere Rassen entwickeln und diesen Staub verbreiten, manchmal gibt es auch einen Wettlauf um die Kontrolle zur Herstellung, wie zum Beispiel Andromeda und Arcturus mit dem Defonischen Lenkungssicherheitsplexus und der korinthischen Korinther. Alles ist wie in einer verschworenen Theatertruppe. Darum werden sie die Tests vornehmen und werden sie dann an andere Rassen weitergeben, die ihn ihrerseits mit ihren Schiffen verbreiten, und das sind normalerweise Centauri und Antaria-Rassen. Also ja, es gibt so etwas wie positiven Staub, der in diesem Moment über China verbreitet wird, der multifunktional ist. Da er multifunktional ist, wird er normalerweise zur Bekämpfung von Schwermetallen in der Atmosphäre eingesetzt. Er wirkt aber auch den Substanzen entgegen, die die Chinesen benutzen, um die Anwesenheit der außerirdischen Schiffe zu orten, die sich dort momentan zur Untersuchung der Situation wegen dem Virus befinden. Hauptsächlich sind es drei plejadische Rassen, die dort operieren und auf ihre Waffen hinweisen. Es sind die Adeus-Weltraum-Wikinger,
Solata und Taigita und sie arbeiten für uns aktiv daran und sorgen dafür, dass diese Situation aufrechterhalten wird, indem sie 8 Blutproben direkt in ihren Bordlabors analysierten und nicht nur aus der Distanz Proben, die durch das sogenannte Coronavirus infiziert waren und zeigen, dass es keinen Virus gibt und alles darauf hindeutet, dass es stichhaltige Beweise zur Überprüfung der Medien gibt. Sie analysierten Blut von Männern und Frauen. Wir haben es in unserem sehr gut ausgestatteten Biolabor an Bord dieses Schiffes sehr genau studiert und alle unsere Ergebnisse waren negativ. Unser Bordarzt als Experte stellte mit einer formellen, offiziellen Erklärung fest, dass es keinen Virus gibt. Kein Virus. Jetzt will ich ein bisschen mehr über die Chemtrails reden, nicht die, sondern über die, die in verschiedenen Regionen zur Verfolgung der 3 Föderationsschiffe ausgebreitet werden, wie sie funktionieren, und die Erklärung, wie sie sich ausbreiten. Es sind Chemtrails mit Schwermetallen, damit unsere Schiffe, wenn wir uns in diesen Gebieten bewegen, geortet werden können. Einige unserer Schiffe hinterlassen eine gewisse Struktur oder eine Störung in den genannten Schwermetallen und auf diese Weise ist eine genau bestimmbare Position ihres Standpunktes möglich. Es ist genau wie bei einem normalen Schiff, das eine Spur hinterlässt, welche die Lokalisierung der genauen Position ermöglicht. Der Zweck davon ist, die Position der zu lokalisierenden Schiffe zu bestimmen, um diese zu identifizieren und dann diese Schiffe mit einer Kombination aus verschiedenen Waffenarten zu beschießen. Diese kombinierten Waffen sind skalare Waffen, mit gerichteter elektromagnetischer Pulsplasma, Skalarenergie und Mikrowellen, um alle im Gebiet anwesenden Schiffe der Föderation abzuschießen. Über Chemtrails im Allgemeinen sprachen wir in einem der ersten Gespräche mit Tsaru, aber hier fügt sie ein wenig mehr Informationen hinzu. Die Chemtrails haben nicht nur eine spezielle Funktion. Der Chemtrail ist nichts weiter als eine Methode, um Stoffe in der Atmosphäre für eine sehr große Anzahl von Aufgaben einzusetzen, wie die Wettermanipulation aus der Klimatechnologie und zur Erkennung nichtmenschlicher außerirdischen Schiffe, oder auch zum Besprühen nur eines Teils der Bevölkerung mit Krankheitserregern und Zwangsimpfstoffen. Unfreiwillige Impfungen und die Schwermetalle haben die Aufgabe, die Frequenz im Allgemeinen zu senken. Die gesamte Frequenz der Erde. Sobald eine chemische Spur in der Luft erscheint, können sie danach dann das Auftauchen von außerirdischen Drohnen beobachten und dort Lichtkugeln sehen, die feststellen, was dort genau gesprüht wurde und diese Informationen an das Kommando und die Kontrolle der positiven IT-Schiffe übermitteln, welche dann den Befehl senden, diese negativen Chemtrails mit einem positiven Staub zu neutralisieren. Wenn das also für eine spezielle Situation gilt, wird alles so, wie es derzeit ist, durch die Chemtrails verursacht. Gilt dies für unser normales Leben? Genauso, wie im Falle Ihrer Impfstoffe, hat Robert hier gefragt, und hier haben wir die Antwort: Es hängt vom Verwendungszweck ab, für welchen Sie sie verbreiten. In vielen Fällen brauchen Sie sie gar nicht, um die injizierte Bevölkerung zwangsweise zu impfen, können Sie es mit Chemtrails machen. Einige Leute sagen, dass sie das Coronavirus ausgebreitet haben und dass sie es mit Chemtrails gemacht haben, aber wir haben bis heute keine Beweise, dass es überhaupt ein solches Virus wie Corona gibt. Ein solches Virus könnte existieren, ja, aber wir haben es nicht gefunden und mehr, noch all das Verhalten der sogenannten Epidemien ist mit einem Theater und geistiger Kontrolle identisch und nicht mit einer wirklichen Ausbreitung eines Erregers. Es ist natürlich möglich, dass ein Virus mit diesen Eigenschaften existiert, aber jeder Tag, mit jedem Tag, der vergeht, sind wir mehr und mehr sicher, dass er nicht existiert. Es ist alles nur Theater in den Medien und sie werden die Lage weiter beobachten und sie werden weiterhin verfolgen, was hier vor sich geht. Aber wie ich schon sagte, enthielten 8 bereits entnommene Blutproben keinen Virus und mit all den anderen Informationen rund um dieses Thema weist alles darauf hin, dass es sich um einen Betrug handelt, um mit der allgemeinen Furcht, mit der man die Welt schmoren lässt, Geld zu erzeugen und Impfungen an die Bevölkerung zu verkaufen, bis alle geimpft sind. Auch um zu sehen, wie die medizinischen Dienste jeden Landes arbeiten, um einige medizinische Protokolle zu erhalten, um dann zu wissen, wie sie in dem Fall, wenn sie ein echtes Virus verbreiten, vorgehen müssen. Es gibt hier noch eine weitere Sache, die sehr wichtig ist,
und das ist wirklich sehr wichtig, zufällig haben sie einen echten Virus mit einer ansteckenden Krankheit freigesetzt, der mit Stress und Angst in der Bevölkerung aktiviert wird. Hier gibt es noch eine weitere Sache, die sehr wichtig ist. Ich bin sicher, Sie wissen Folgendes und haben es verstanden. Sie kennen dies aus eigener Erfahrung. Es überleben diejenigen, die stark sind, und die, die ohne Angst sind, sind immun gegen das Virus. Und die Kabbalen wissen das. Deshalb stehen sie mit dem Rücken an der Wand und versuchen verzweifelt, jedes mögliche Mittel auszuschöpfen, die sie vor Angst verzweifeln lässt. Deshalb schaffen sie ein Umfeld aus Ängsten, diese Angst vor dem Virus, Angst vor dem Klimawandel, damit die Menschen anfällig für Infektionskrankheiten der echten Viren werden. Die Viren und Bakterien sind opportunistisch, das heißt, sie werden keine gesunden Individuen und die ohne Angst angreifen. Deshalb versuchen auch die Kabbalen, sie so sehr durch unser System der schlechten Ernährung zu entkräften und zu schwächen. Transgenetisches und alles andere ist jetzt in Ordnung. Das ist das Ende dessen, was ich Ihnen mitteilen wollte. Noch ein klein wenig Informationen zu dem, über was wir gesprochen haben, wie man eine echte Grippe bekämpft. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine echte Grippe, wie könnten Sie sie auf die beste Art und Weise auskurieren? Ich werde dieses mit Ihnen teilen, damit Sie erkennen, dass es schön ist und Ihnen natürlich auch hilft. Also viel Ruhe, viel Zitrone, sagen Sie viel Zitrone. Ich erinnere mich, dass wir vor einiger Zeit mit Tsaruyu gesprochen haben und sie uns sagte, dass sie gerne Wasser mit Zitrone trinkt und dass das ihr Lieblingsgetränk ist. Also viel Ruhe, viel Zitrone. Auch können Sie mit stark verdünntem Apfelessig gurgeln. Ausruhen ist unumgänglich und keinen Stress, damit die Symptome einfach ruhen. Der Essig muss verdünnt werden, je nachdem, wie Sie es für richtig halten, aber wenn Sie ihn nicht verdünnen, könnten Sie sich damit verätzen. Wenn Sie Ihr Hals darauf aufmerksam macht, dass eine Grippe im Anmarsch ist, können Sie es mehrmals am Tag machen. Wenn Ihnen alles zu viel ist und Sie sich schlapp fühlen, Sie kennen die Nebenwirkungen oder die Folge von Stress. Stress schwächt Ihr Immunsystem und Bakterien oder Viren oder was auch immer es ist, warten nur darauf, dass so eine Situation eintritt. Vermeiden Sie also möglichst immer Stress. Das hilft, jede Art von Krankheit zu verhindern und auch, um alle Belastungen zu heilen. Irgendwelche Fragen an dieser Stelle? Ich denke, ich habe alles übermittelt, was ich wollte. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte mich wirklich nicht zu sehr darauf konzentrieren und mit dem Programm fortfahren, mit dem, was ich Ihnen im nächsten Video wirklich mitteilen möchte, über die temporäre Manipulation, die kommen wird. Eine Stunde episches Video mit metaphysischen, aber trotzdem physischen, geisteswissenschaftlichen Informationen, die ich sehr liebe. Ich liebe dieses Video sehr, deshalb kann ich es kaum erwarten, es mit Ihnen zu teilen. Danke und denken Sie daran, keine Angst. Tschüss.